Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Strick-Podcast. Habt es fein strickt und ich freue mich, dass ihr dabei sein wollt, wenn ich euch zeige, in der nächsten halben Stunde zeige, was ich in den letzten 2,5 Wochen so gestrickt habe. Und ihr seht mich in stehender Position. Das heißt, heute geht es als allererstes darum, was ich trage. Und das ist mein Moulinet-Cardigan von Lene Holmer-Samsö. Das jetzt total deutsch aus. Ich habe diesen Cardigan endlich fertig. Ich habe hier an dieser Bluse, und das ist eine komplette Bluse, das ist hier kein Fake, so wie ihr das schon mal von mir kennt. Jetzt tue ich hier dieses, ich hatte irgendwie noch so ein Schleifchen hier vorne, so packe ich jetzt mal hier rein. Heute Morgen hatte ich noch eine Umfrage, welche Knöpfe ich nehmen soll. Ich habe solche Metallknöpfe ausgesucht, beziehungsweise ihr auf Instagram habt in der Mehrzahl dafür gestimmt. Dann habe ich die schnell angenäht und angezogen. Und ich bin total happy mit diesem Cardigan. Ich freue mich total, dass ich den endlich fertig habe, weil der mir richtig gut gefällt. Er hätte einen Ticken länger sein können. Ja? Und das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern, denn man strickt hier unten eine Double-Knit-Kante direkt unten dran. Das heißt, ich kann es nicht mehr verlängern unten. Aber, mein Gott. Nur wenn, also ich will ja sowieso immer, dass unten was rausguckt. Deswegen so dramatisch ist es auch nicht. Es fehlen vielleicht. Ach, nein. Der ist so, wie er ist. Ist er gut. Das Garn, was ich ausgesucht habe, jetzt muss ich aber aufpassen. Das ist die MCN Qualität von Wool and Forest. Das ist die Merino Cashmere Nylon. Beim letzten Mal habe ich es leider falsch gesagt. Aber ich habe es noch unten runterschreiben können, wie es richtig heißt. Ich sage es jetzt noch nicht, was ich falsch gesagt habe. Merino Cashmere Nylon. Ich habe 3 Stränge gebraucht, habe auch noch einen halben übrig. Also um die 50 Gramm habe ich noch übrig behalten. In der Kombination mit der Ito Sensei in Silver Grey. Achso, und die Farbe von der MCN ist die Winter Cabin Färbung. Von der Alexandra Wool and Forest. Wolle und Wald heißt sie hier auf YouTube. Das ist eine Schulter, wie auch immer man hier nennt. Also diese Konstruktion ist hier hinten. Also man fängt mit dem Rückenteil an und dann werden hier die Vorderteile dran gestrickt und die Maschen werden hier oben aufgenommen. Und dann ist es wirklich in der Runde, werden hier Zunahmen gearbeitet, sodass die Ärmel, ich finde das so schön, gerade wenn man hier mal so nah kommt, ich finde es unheimlich toll. Die Färbung ist gleichmäßig und ich finde es einfach nur, ich finde es schön, ich finde es richtig schön und ich freue mich, dass der endlich fertig ist und es hat ja ein bisschen gedauert, aber jetzt kann ich einen Haken dran machen und ich kann ihn tragen und freue mich. Und für alles andere sehen wir uns gleich auf der Couch. Ja, ich freue mich, dass ich für euch ein Video heute aufnehmen kann. Heute ist Samstag, es ist bei uns relativ schönes Wetter. Es ist noch frisch, aber die Sonne scheint und ich werde auch sicherlich gleich noch ein bisschen in den Garten gehen und ein bisschen was schneiden. Wir haben leider, oder ich muss mich leider in diesem Jahr, ich habe es dann jetzt doch so entschieden, im Garten von den ganzen Buchskugeln, ich muss mich trennen davon, weil die sind aufgefressen vom Zünsler und jahrelang habe ich versucht, dagegen zu halten und wollte es nicht einsehen. Aber ja, das ist dann leider so. Ne? Ich will auch nicht immer spritzen, spritzen, spritzen. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen doof für die heimischen Vögel, obwohl das nicht, also auf der Packung steht alles gut, aber
wer weiß das schon. Ne? Deswegen haben wir uns dieses Jahr entschieden, die müssen alle raus. Und jetzt kommen die auch alle raus. Und das hat irgendwie, weil ich sehr, sehr viele habe und auch große Apparate und Kugel, Kegel, Herzform. Ich habe immer so gerne da drin rumgeschnitten und geformt und so. Ja gut, aber jetzt es ist nur mal so, ja, Zeit für Neues. Ne? So, jetzt möchte ich gerne euch vom Strickcamp erzählen, was vor 2 Wochen stattgefunden hat, und zwar in Leer. Ich war erstmalig in Leer zum Strickcamp, und ich bin mit meiner Strickschwester Heidi gefahren, und wir sind Freitag angekommen und hatten uns natürlich schon vorgenommen, zur Wollmadame zu fahren und uns noch ein bisschen mit Wolle einzudecken. Da bin ich auch sehr dankbar für eure Tipps, denn es ist so, bei der Wollmadame, die hat ihr Wolllager, das Hauptlager, nicht am Ort. Das heißt, man hat nicht unbedingt jetzt Zugriff auf, wenn man sagt, man möchte gerne 5 Knäuel von der Farbe, ist das nicht unbedingt da. Und dann muss man das dann, schreibt es auf, und dann kann man das am nächsten Tag abholen. Ist natürlich blöd, wenn man samstags erst dahin geht, ne? Dann klappt das nicht. Ja, auf jeden Fall, ich wusste das ja von euch, und dann sind wir freitags, bevor wir in die Jugendherberge eingecheckt sind, sind wir da hingefahren. Das ist fußläufig, also das war wirklich... das ist ganz nah beieinander. Leer ist wunderschön. Und da in der Altstadt ist halt dieser Laden Wollmadame. Und da haben wir uns dann Wolle ausgesucht. Ich zeige euch das auch gleich noch. Ich habe es auch direkt verstrickt und zeige ich euch gleich. Und haben wir uns Wolle ausgesucht. Am nächsten Tag durften wir die abholen. Ja, und dann sind wir am Freitag halt erstmal in die Jugendherberge danach. Und dann haben wir uns oben auch schon in unserem Raum eingefunden zum Stricken, und dann trudelten so nach und nach alle Teilnehmer ein, und ich kannte auch einige schon von anderen Strickcamps, zum Beispiel die Pam. Und jetzt kommt was, und zwar die Pam habe ich kennengelernt im Strickcamp in Osnabrück, was schon, weiß nicht, 2, 3 Jahre zurückliegt, oder ich glaube 2 Jahre zurückliegt. Und da war in diesem Strickcamp auch die Ursula. Achtung, Ursula, solltest du das gucken jetzt gerade, dann sperr die Ohren auf. Und zwar, die Pam hatte leider mit ihrem Handy irgendwie, weiß ich nicht, alle Telefonnummern waren weg und auch die Telefonnummer von der Ursula. Und sie hatte mich gefragt, ob ich die Telefonnummer noch habe. Oder E-Mail-Adresse? Nee, habe ich nicht. Und liebe Ursula, wenn du die Telefonnummer von der Pam noch hast, dann kontaktiere sie doch bitte mal. Oder du schreibst mir eine E-Mail und ich verbinde euch dann. Okay? Also, ein großer Aufruf an die Ursula und liebe Grüße an die Pam. Ich hoffe, es klappt. Dann habe ich da noch getroffen die Jutta und die Diana. Liebe Grüße an der Stelle. Und die Franzi habe ich wieder getroffen. Die Franzi habe ich kennengelernt in meinem allerersten Strickcamp in Chilikörn. Schöne Grüße an dich. Und dann habe ich da noch kennengelernt die Anke. Und die Anke und die Heidi und ich, wir haben dieselbe Anleitung gestrickt. Ich überlegte gerade, die gleiche oder dieselbe. Eigentlich ist es ja dieselbe, ne? So, und zwar haben wir den, es war Zufall, also bei Heidi und mir war es natürlich abgesprochen, aber dass die Anke den auch hatte. Wovon rede ich? Ich spreche vom Pinecone Wrap von Maliha Designs, was die Lisa Hannes ist. Und den habe ich gestrickt aus... habe ich denn mein Pröbchen? Hier ist mein Pröbchen. Aus der Wool and Forest Sock Base Pink Potpourri. Ich hatte ja 3 Stränge. 2 waren gleich, einer war nicht gleich. Und aus den 2 gleichen habe ich den Pinecone Wrap gestrickt. Den habe ich am Samstag angefangen. Und dazu habe ich kombiniert Knitting for Olive
Soft Silk Mohair in der Farbe Cloud. Die habe ich da ausgesucht bei der Wollmadame. Habe auch noch ein ganzes Knäuel übrig. Habe eins zu viel gekauft, macht ja nichts. Und ja, wenn ich eins übrig habe, dann wisst ihr auch schon, dass ich fertig bin damit. Das ist ein ganz tolles Design. Man fängt natürlich wieder klein an unten. Ich komme mal etwas näher. Man fängt wieder klein an. Dann geht es in ein breites Rippenbündchen über. Dann hat man diese Zacken und ein schmales Rippenbündchen, wieder Zacken, breites Rippenbündchen, noch breiter, breiter, schmales Rippenbündchen. Und dann kommen hier diese Hauptzacken. Und dann ist man auch schon an der finalen Gesamtbreite. Ich habe es jetzt gar nicht ausgemessen. Und ab hier, ihr seht es, spiegelt es sich wieder und geht wieder rückwärts. Man arbeitet dann keine Zunahmen mehr, sondern Abnahmen und ist dann irgendwann fertig. Und ich liebe das. Ich habe den schon ein paar Mal angezogen und getragen. Ich habe eine cognacfarbene Lederjacke. Vielleicht zeige ich euch das irgendwann mal im... Also das ist so eine Lederjacke, die ist hier in dieser Farbe wie die Whisky-Farbe von Mood. Ich nenne es dann halt Kornjacke. So. Ne? Und die sieht aus wie ein... Ist geschnitten wie so ein Blazer. Und da drauf dieses Teil... Ach, es harmoniert so schön. Wirklich, es ist echt ein tolles Ding. Ja. Und ich finde auch die Farbe dazu mit dem Mohair ist wirklich schön. Er ist auch nicht zu groß. Ich hoffe, er wird auch nicht noch größer, dass er sich ein bisschen aushängt. Also es, momentan klappt es noch. Also ja, schön, oder? Passt jetzt nicht. Ja, ja doch, könnte man auch zu dieser Jacke tragen. Nee, aber das ist ja was für draußen. Ne? Also ich trage das als Schal, nicht als Tuch für drin. Dafür ist mir das einfach zu viel, ist mir zu warm. Aber ich bin ganz, ganz happy mit diesem Teil. Die Heidi ist auch schon fertig. Die Heidi hat das klassisch grün gestrickt und die Anke auch. Und die Hauptanleitung ist auch, das Modellbeispiel in der Anleitung ist auch dunkelgrün. Deswegen war ich zuerst dann... Habe ich gedacht, das sieht so toll aus. Bei denen habe ich vielleicht die falsche Farbe gewählt, aber ich bin ganz begeistert von diesem. Also ich kann das nur empfehlen. Es ist die Sock Base von der Woolen Forest Alex Pink Potpourri. Also hier seht ihr so ein paar pinke Speckles. Für mich hätten es noch mehr pinke Speckles sein können, aber grundsätzlich bin ich hier richtig, richtig glücklich mit meinem Finish Object, mit dem ersten, dass ich... Ach nee, das ist ja das erste, was ich gezeigt habe an Finished Objects. Das ist das nächste. Ich habe heute viel. Viel fertig. Ja, ich hatte viel Zeit. Ich hatte dann im Strickcamp und ich war sauer über mich selber. Ich hatte im Strickcamp dann leider an dem Samstag irgendwie so ein Schnupfenanflug und manchmal ist es dann einfach am besten, man haut sich ein bisschen aufs Ohr. Und ja, dann habe ich natürlich viel Strickzeit verschlafen, ne? Aber manchmal ist nur das, was hilft. Ja, so ist es halt. Ja, aber fertig ist mein Pinecone Wrap von Malia. Ist übrigens eine Kaufanleitung auf Ravelry und das Ganze hier ist alles selbst bezahlt und selbst gekauft und ja, nicht gesponsert. Deswegen ist es eine Werbung muss ich ja nur dazu sagen, wenn ich das gestellt bekommen habe. Ne? Habe ich aber nicht. Aber ich sag's mal dazu. So, dann sind wir fein raus. So, jetzt gab es ja noch einen dritten Strang von dieser Pink Potpourri. Und daraus habe ich dann Socken gestrickt und die sind noch feucht. Ich hatte die schon an und ich habe sie dann extra heute Morgen noch schnell in die Waschmaschine gesteckt und ausgebreitet. Ich habe sie auf Instagram vorhin auch gepostet. Die sind noch etwas feucht und das sind die ganz normalen Stinos in derselben Färbung, aber ohne Flausch. Und ihr seht es hier gerade bei dem, es ist genau das gleiche Knäuel, ne? Aber trotzdem
ist irgendwie bei dem hier ein bisschen weniger als hier. Und aber ich liebe die. Als ich die angezogen habe, ich mache ja immer, ich sag euch jetzt mal mein klassisches Stino-Rezept. Oben ein Rippenbündchen über 12 Runden. Hier habe ich ausnahmsweise 2 Runden glatt rechts oben drüber gemacht. Dann habe ich 2 rechts, 2 links gemacht, weil ich 56 Maschen angeschlagen habe. Bei einem normalen Sockengarn wähle ich die Nadelstärke 2,5 und 54 Maschen. Hier aber, weil das etwas dünn ist, dieses Garn, habe ich 56 Maschen gewählt und die Nadelstärke 2,25. So, und damit konnte ich auch ein 2 rechts, 2 links Rippenbündchen machen, ne? Damit es auch aufging. So, dann stricke ich glatt rechts nach unten bis zur Herzchenferse. So, Herzchenferse hier. Da. Glatt rechts weiter den Fuß runter und dann eine ganz normale Bündchenspitze oder Bandspitze. Herzchen, Bändchen, Bündchen, ja, Söckchen. Ja, wunderschön, gefällt mir total gut, ist ganz, ganz angenehm am Fuß. Ich mag das ja immer lieber, wenn die Strümpfe etwas fester oder etwas enger am Fuß sitzen. Und auch trotzdem lockert es sich mit der Zeit. Ne? Also wenn ich abends ausziehe, dann sitzen die doch schon recht locker. Aber mein Gott, super schön. Und mein Plan war ja, dass die nach oben hin etwas aus dem Schuh rausgucken, also aus den Doc Martens rausgucken. Und das tun sie auch und es sieht richtig schön aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, da und hier, ihr beiden hier, ne? Ja, das gehört natürlich dann zusammen, ne? Das muss man dann zusammen anziehen. So, und was noch dazu total gut matcht. Es ist der Hammer. Also, und das habe ich auch im Strickcamp angefangen. Nee, gar nicht wahr. Ich habe schon ein bisschen losgelegt. Und weil ich einfach wissen wollte, ob die Nadelstärke passt. Ich wollte dann im Strickcamp nicht irgendwie großartig auf die Nase fallen. Oh, hast du falsche Nadel oder so. Es ist der Garden Cardigan von Anke Strick. So, und ich bin schon echt weit, ne? Also, hier ist er, mein Garden Cardigan. Gestrickt aus dreierlei Fäden mit einem echt super süßen Muster. Es ist ganz einfach, wirklich keine Schwierigkeit. Das Bündchen ist auch schon direkt dran. Es wird hier oben so übereinander gelegt und geht dann hinten, das legt sich dann hier hinten in den Nacken und ich habe erst gedacht, so, oh, nicht, dass es zu schmal ist hier, der Ausschnitt für die Ärmel. Aber das ist gut, passt gut. Ich bin, heute Morgen habe ich den noch angezogen. Ich bin heute Morgen schon wieder so früh wach gewesen und dann habe ich ein bisschen unten auf dem Sofa gesessen und gestrickt. Und dann habe ich gedacht, komm, ziehst du den mal über. Und es sitzt total gut. Also, ja, und ich bin schon ziemlich weit unten. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich den jetzt nach unten stricken soll. Also, ja, ich glaube nicht, dass hier sich irgendwas beim Waschen in der Länge tut. Deswegen kann ich mich da, glaube ich, ein bisschen zurücknehmen. Also da brauche ich jetzt keinen Spielraum lassen. Also so, wie ich den dann ungewaschen habe in der Länge, denke ich, wird er auch nach dem Waschen sich dann sich legen. Eventuell passiert was in der Breite durch dieses Lace-Rippenmuster. Ja, mal gucken. Und bitte. Also, ist das ein Traum? Ich finde es so schön. Es ist ein bisschen viel Flausch, ne? Aber ja, mag ich ja nach wie vor total gerne. Flauschi Flausch. So, welches Flausch habe ich denn genommen? Ich habe zweierlei Kitzelk von Drops. Die kommen jetzt sehr ähnlich rüber, aber das ist etwas dunkler und das ist etwas heller. Eins davon heißt Karamell und eins davon heißt Toffee. Ich kann die irgendwie nicht auseinanderhalten. Das hier ist die Holstgarn Titikaka in der Farbe Crown.
Und zusammen ergibt es das hier. Oh, ich finde es richtig, richtig schön. Unten ist noch meine Maschenprobe dazu. Ich komme exakt auf die Maschenprobe wie Anke Strick auch mit Nadelstärke 4. Und ich stricke mit den Zing, mit den Knit Pro Zing Nadeln. Oh, schön. Ja, ihr seht mich schwer begeistert. Ja, aber ich muss hier noch ein bisschen was machen, ne? Also, ja, weiß ich nicht, wie weit das jetzt ist, aber da muss noch ein bisschen was passieren. So, daran werde ich jetzt demnächst noch ordentlich ein bisschen reinhauen. Ich gucke jetzt hier gerade, habe schon einiges gezeigt, ne? Eins zeige ich euch noch, was fertig ist. Und zwar ist das mein Morningside Top. So. Gibt es demnächst dann auch als Tragevariante mal. Das ziehe ich dann nächstes Mal an, hoffe ich. So. Das ist gestrickt aus zwei Fäden. Einmal die Coast von. Ich habe Heuschnupfen, da juckt es mir hinten im Hals. Ah. Also die Coast von Holstgarn in der Farbe Petal und in Kombination mit der mit dem flusigen Jack von Elke Bohai. Wunderschön weich, wirklich weich. Es ist ein sogenanntes Top. Die Frau auf dem Foto, also die Anleitung ist von Coco Amour Knitwear und die Frau auf dem Foto, die trägt das ohne was drunter. Ich werde das mit einer Bluse drunter tragen. Ohne irgendwie was, also mit so einem doppelt eingeschlagenen, ich bin noch nicht ganz fertig hier, mit einem doppelt eingeschlagenen Bündchen. Ich muss es noch komplett festnähen. Es ist noch nicht ganz vernäht. Ich habe es auch noch nicht gewaschen, aber ich bezeichne das jetzt einfach mal als fertig. Ja. Die Anleitung hat zweierlei Varianten zur Verfügung. Einmal die etwas längere Arm, den etwas weiteren Armausschnitt und einen etwas kürzeren Armausschnitt. Wer das als Top haben möchte, mit aus einem, aus einem Seidengarn oder so, der sollte das auch mit einem kürzeren Armausschnitt machen. Für meinen Geschmack, weil das ist doch schon sehr weit hier unten. Also da schaut dann irgendwie der BH raus oder so. Das finde ich irgendwie dann nicht so schön. Also man sollte das, finde ich gut, dass beide Varianten in dieser Anleitung zur Verfügung sind. Und ich habe halt, wie gesagt, die weitere, weil ich möchte gerne eine Bluse drunter ziehen oder ein Longsleeve oder so. Also ich finde das toll. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich bin auch ganz happy, und das hatte ich auch gesucht, ein Slipover oder Pullunder, wo die Ärmelbündchen schon mit integriert sind. Die muss man nicht extra annähen. Es reicht, wenn man das Halsbündchen extra annähen muss, finde ich. Ne? Ja, unten dann zwei rechts, zwei links Bündchen. Ich finde die Farbe total schön. Also es ist wie Amethyst, würde ich sagen. Und mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich bin ganz happy und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich davon noch einen zweiten haben muss. Und die Wolle ist auch schon parat. Ich habe noch nicht angefangen, aber ich habe jetzt erstmal andere Sachen. Ja, hier mein Garden habe ich jetzt erstmal in der... den muss ich erstmal als allererstes stricken, fertig machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich noch irgendwie was anderes zwischendurch anstricke. Ich habe ja noch die, das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Ich habe noch ein paar Socken, die ich auf der Leine, wollte ich sagen, nee, auf der Nadel habe. Die sind ja für meinen Schwager zum Geburtstag. Und die muss ich morgen fertig machen. Da kann ich euch dann beim nächsten Mal nur ein Foto zeigen. Ich habe die, oben habe ich die jetzt. Ja, schade. Ist egal. Zeige ich euch ein Foto beim nächsten Mal. Da muss ich nur noch am zweiten Socken die Spitze fertig machen. Und dann ist auch gut. Ja, und damit bin schon wieder fertig. Oh, ich kann mal gucken. Vielleicht zeige ich euch mal, was ich sonst noch so vorhabe.
hier, denn das ist der, ja, den möchte ich gerne stricken. Das ist der Never Ending Story Pullover von Frau Paula Strickt. Er sieht so aus. Ganz süß, ne? Ganz klassisch. Oder ich zeige es euch mal. So, in einer helleren Farbe, dass man es auch besser sehen kann. Das ist so ein V-Ausschnitt-Pulli mit aus... Moment, wie heißt das? Der ist es im Halbpatent gestrickt. Allerdings trägt man die vermeintlich linke Seite außen. Ich habe mich daran am Anfang irgendwie immer gestört, weil ich dachte, nein, das ist nicht, das ist doch nicht richtig so, ne? Aber ist doch. Finde ich doch schön. Und ich finde, also ich würde das dann aus der Drops Daisy stricken, einfädig mit Nadelstärke 4. Ich habe das Pröbchen auch schon fertig, aber auch oben. Und den möchte ich ganz gerne. Ich finde, das ist so ein, das kann man auch. Das ist jetzt nicht im Sommerpulli, natürlich nicht, ne? Aber das ist mal was ohne Flausch. Finde ich ja auch ganz gut, ne? Ist ja mal was anderes. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe Flausch. Ja, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Und bin gespannt, ob ich hier schon einen Fortschritt verzeichnen kann. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin habt eine schöne Strickzeit und habt es fun. Tschüss!